Herzlich willkommen bei NacktmulTV. Heute spielen wir wieder eine Runde War Thunder. Sand, 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 Sand. Jetzt hat er dir die Pause gegeben und du hast sie gefüllt. So sieht's aus. Da das Ding endlich in halt die Klappe. Waller konnte noch nie richtig Englisch, also. Ich habe im Moment andere Probleme als meine englische Aussprache. Ja, uns. was? Fehlt Domination. Ich frage mich, in welchem Patch soll das endlich reinmachen, dass ich auswählen kann, was ich spielen will. Ausspielen kannst du was? Hä? Nee, du kannst den Haken nicht wegmachen für dieses Spielmodi. Achso. Ja, zwischendrin ist er ja ganz schön, aber wenn er fünfmal hintereinander kommt, ist er scheiße. Aber wenn man so einmal alle 10 Games hat, kann man damit leben. Nehmen wir denn Bombe? Oder ne? Komm, fang mit der Lecker. Wellington Sturzflugpanzer weg, abschmieren und dabei über C weglocken. Okay, nehme ich auch den Bomber. Was auch immer funktioniert. Das funktioniert gut. Du musst mit dem Bomber wirklich in Sturzflug gehen auf die Panzer zu und fliegst über den Flughafen weg. Da folgen dir garantiert 2 bis 3 von den Gegnern. Und da du im Sturzflug bis zu 700 km/h schnell bist, fliegen sie dir recht weit hinterher. Ich drehe nach rechts. Ja. Das muss natürlich auch noch neblig sein, ne? Genau. Wir sind auf der Höhe der Wolken. Zum Glück gibt's auf der Map hier kein Ding. Keine Berge? Ja. Ist es im Nebel immer scheiße, ja. Ich hab's jetzt auch gehabt, da kam dann der Nebel auf einmal bei 700 km/h. Ist das ein Scheißgefühl, wenn auf einmal ein Berg vor dir aufragt, 20 Meter Entfernung. Bremsklappen und los. Bremsklappen, du Weichei. Also Bala, ab 1400 Meter hast du Sicht. Ja, ich bin schon drunter jetzt. Ich flieg natürlich direkt nach A. Ich auch. Ja, du solltest vielleicht die Mitte nehmen, da ist eine ganze Kolonne. Der werfe ich die Bombe aufs Hirn. Mitte, 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 Mitte. Ach, C. Da. Da kommt gerade eine ganze Panzerkolonne. Und. Und ich halte, glaube ich, mehr aus, weil hier sind alle Gegner. Ja, die haben C schon eingenommen. Aber jetzt verfolgen sie mich. Mich auch. Mich nicht. Land mal einer von euch dort, hol uns C zurück. Ja, ich bin mit 500 km/h soll ich jetzt hier landen? Du hast doch geschissen. Du musst nur die Räder auf den Boden kriegen und durchfahren, du musst nicht anhalten. Der trifft mich nicht, frag mich nicht warum. Abschusshilfe! Treffer! Meine Bordschützen treffen heute tatsächlich mal was. Meine schießen gerade nicht mal. Meiner schon. Zerstörte Flugzeuge! Was ist denn heute los? Jungs! Könntet ihr mir irgendwas vom Hintern wegnehmen, bitte? Ich weiß nicht, Treffer. Wo du bist. Ach, da. Ja, mit das war mein Heckleiter. Das war übrigens schon wieder mein Höhenruder. Bombe den krieg ich nicht. Diesen Wendekreis habe ich nicht. Ja, also ich bin jetzt schwarzen Rumpf. Ich versuche zu landen, wenn ich noch bis zum Flugfeld zurückkomme. Habe aber recht viel Gepäck bei mir. Warum fängt mich keiner ab? Gerade war einer hinter mir, der hat mich nicht getroffen, der hat abgedreht und mir ist alles voll. Ach, die fliegen alle Bala hinterher. Also mein... Ja, ich sag doch, das funktioniert super. Es hätte nur mal einer von unseren Spasten landen müssen, während ich die alle da hinten am Arsch hab. Jetzt lande ich halt selber. Ich hab so das Gefühl, aus der anderen Richtung versucht es auch ein Bomber. Was soll denn das? Irgendwas war gerade hinter mir. Ich bin abgestürzt. Aber spektakulär. Jetzt auch. Da kommt eine Feuerwehr. Mal wieder. Typhoon MK1A. Wollte gerade noch landen. Komm, wir nehmen jetzt die IL-2. Lassen mich hier alle in Ruhe. Mich nicht. Mich nicht. Wir müssen uns trotzdem um C kümmern, das hilft alles nichts. Ja, ich flieg mal hin. Das sieht schon geil aus, wenn das Ding hier anfängt, aus allen Rohren zu feuern. A20G. Was hast du gesagt? Ich muss nur die Räder auf den Boden kriegen. Ja,
Aber ich nehme erstmal die A20G, die gerade in meine Richtung fliegt. Hast du sie? Warte. Jetzt habe ich auch einen Haufen hinter mir. Drei. Kritischer Treffer. Ja, wenn mir jetzt nicht gerade einer in die Schussbahn geflogen wäre, hätte ich sie gehabt. Kritischer Treffer, 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 kritischer Treffer. Ah, jetzt brennt mein Triebwerk. Nein, ich war doch gerade im Anflug. Eigentlich sollte ich den jetzt mit abknallen, den Pisser, ey. Ganz knallhart. Hätte ich weiter feuern müssen. Ich habe einfach irgendwelche Bomben abgeworfen, weil ich eh abgestürzt bin und habe doch noch was mitgenommen. Mhm. Hat was. Ich hab wieder Richtung C. Wie kann denn der da mitten in dem Gebäude stecken? Fehler und so? Nee, der steckt mitten im Gebäude, weil er gelandet ist und ausgestiegen ist. Es gibt auch so einen ganz gemeinen Trick. Du landest, steigst aus und nimmst das nächste Flugzeug und wenn das dann wieder eingenommen wird, brauchst du wieder nur wechseln. Dann hast du es direkt wieder geholt. Na, hat das schon gereicht? Ja, die stürzt ab, Tatsache. Da ist eine Spitfire am Boden und Manni ist gleich tot. Ich auch schon wieder. So, ich geh nochmal wieder durchstarten, ne? Gute Idee. Den ersten habe ich schon weggeholt. Habe ich sehr lange genug abgesenkt zumindest. Ja, gut gemacht, Manni. Pass auf, Manni, Kitty Hawk hinter dir. Ich habe ihn im Brand gesteckt. Da kann ich jetzt gerade alles machen, nur nichts gegen. Weil ich, egal, hat sich gerade erledigt, das hat sich... ich habe den Waldbrand entfacht. Papa, du bist für das Flugfeld verantwortlich. Weder landet einer von denen. Kann ich ja nicht. Ich muss ja hier selber ausweichen. Ja, dann führe sie weg vom Flugfeld. Das ist genauso gut wie abschießen. Geh jetzt in die Jack und komm Richtung C. Ach, Papa macht das schon. Der braucht keine Hilfe. Also wenn diese 20mm Kanone mal trifft, dann trifft sie aber. Ja, ich sag doch, 20mm sind super. Oder versuche ich mal bei A zu landen. Ja, die dürften hier durch die Mitte ziemlich abgelenkt sein. Das könnte sogar klappen. Dann gehe ich mal zu A. Hast du gesagt, wenn ich nah am Boden fliege, sehen die mich schlechter? 20 Meter über dem Boden. 20? Hast du geschissen? Mal ausprobiert, ob die Bäume auch eine Hitbox haben. Ja, den hab ich. Die haben sie, ja. Aber du machst das schon, Manni. Du bist so Russe. Ups. Hast da wohl nicht Angst. Ups. Ja, Kanone und MG hängen. Ich habe jetzt beim Landen irgendwen versehentlich A abgeschossen und B gerammt. Ich gehe nochmal zu A, ja? Hier ist noch nichts. Warum schreibt da einer, dass hier was kommt? Da. Na komm schon, Junge. Mit fast 600 km/h kurz über dem Boden. Yeah. Klar, ein Treffer und alles ist im Arsch. Oder wenn mich hier unten einer sieht, Toffer, ne? Hm, dann bist du im Arsch. Den Jungen hab ich. Hätte ich das dazu sagen sollen? Den hat schon einer gesehen. Ja, stell ich auch gerade fest. War dazu was? Ich bin dabei. Da glaube ich, nein. Nur Wellington landen. Zu spät. Ninja, One Ninja. Hast du was gegen Ninjas?
Jetzt könnt ihr mich mit A am Arsch lecken, wisst ihr das? Mit A am Arsch lecken? Ja. Im Tiefflug ist A kriegen wir auch nicht mehr. Die kümmern sich da gerade viel zu viel drum. Im Tiefflug ist das voll für den Arsch. Solange wir B und C haben, machen wir doch Plus. Das ist doch gut, die sollen sich um A kümmern, die sollen dort bleiben. Jetzt kommen sie aber gerade auf was? Ja, das ist der F2A, ja. Ich muss versuchen, zu einem der Flughäfen zu kommen. Ich bin schwer verwetzt, schwer verwundet hier. Wer verwetzt ist er? Ach, ich hole noch einen weg damit. Komm, das geht schon. Ihr versucht gerade eine PBY zu landen. Ja, die müsste. Viewfighter landet da gerade. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen jetzt. Wo landet hier im Viewfighter? Bei C oder was? Ja. Er ist aber gerade abgelenkt worden. Ich dachte mir die PB. Die ist erledigt. Dann gehen wir nach dahin. So, nach Viewfighter da. MK10. Jetzt kommt mein EBI. 20 mm Kanon, 12,7 mm Kanon und dann noch 7,7. Dass das alles abgerundet wird. Ihr habt euch womit du dich sofort immer rein. Idioten. Weißt du, wir sind immer schuld. Ja, was fliegt ihr auch bei B rum? Weil hier gerade ein Bomber landen wollte und nur einer von uns da war? Ja, siehste, Bomber landen. Ihr habt euch genauso ablenken lassen, wie wir es mit ihnen gemacht haben. Nein. Dann verhol mir das Ding vom Arsch, ich gehe zu C. Ja, warum müssen denn 5 von euch bei B rumhängen, um einen Bomber abzuwehren? Weil wir am Anfang nur wir 3 waren. Wir 2. Wir 3 sind immer noch zu viel. Ups. Du brabbelst immer so einen Quatsch. Weil du Scheiße baust. Schlechte Entscheidungen. Bomber will landen, Bomber wird abgefangen. Da scheiß mal, wieder gecrashed. Warum? Ja, weil ich keine... Das sah aus, als ob er von sich in der dritten Person redet. Weil ich keine Rückendeckung hatte. So, zerstörtes Flugzeug. Der Bala ist ja immer woanders, außer um uns rum. Der Bala fliegt gerade einen äußerst schwerfälligen Heavy. Der kann nicht in die... Das hast du, möglich zu machen. So, das ist mein Freunde, das ist jetzt mein letztes Flugzeug. So, ich gehe jetzt in den Luftkampf, das habe ich noch zu voll hier. Der schmiert schon von alleine ab. Sehr schön. Seh zu, dass sie ablenkt. Ich versuche auf C zu landen. Da will gerade die IL-4 bei B landen. Irgendwie bin ich zu schnell. Komm schon, Baby. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Baller ist bei B. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich glaube, jetzt könntest du noch. Ja, ich sehe nichts. Ja, mein Baby, sowas richtig. Ah, hab's bis zum Äußersten gequält. Ich komm, Manni, ach so, vorbei. Hab's noch erobert. Ja, aber ihr habt sie verloren vorhin. Ihr seid schuld. Ja, klar. Kann man nicht anders sagen. Das sind immer die anderen, nur nicht mal. Befehlsverweigerung, Kriegsgericht, Erschießungskommando beendet. Ja, leck mich. Du kommst in eine scheiße Grube für 3 Wochen. So, haben wir wieder eine Runde hinter uns. Diesmal verloren, kann man nie ändern. Die letzte haben wir, glaube ich, auch verloren. Irgendwie entwickelt sich da ein Trend. Naja, ihr kennt das Spielchen ja. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Dann viel Spaß noch bei uns auf dem Channel und bis zum nächsten Mal. Servus. Und tschüss.